Internet seit einer Woche. Oh, was denn für eins? Unity Media, 50 Mbit Kabel. Das gute Kabelfernsehen. So, wo starte ich denn jetzt hier das Spiel? Da. After the battle with the Goblin King, the heroes searched the cup. So. Alle da? Los geht's. Sind wir hier stehen geblieben? Anscheinend. Moment. Wie können wir tauschen? Cool. Du musst irgendwas drücken. Ich glaube C und V, glaube ich, ist das. Jo. Ah. So, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Also springen, ja. So viel so. Gibt's ja nicht. Ich wollte irgendwas. Ach, da diese grüne Lebensenergie verloren da. Wo verliert man? Ach so. Okay. Kommt ihr? Ah. Ich bezweifle, dass das hilft. Kisten, Kisten. Ja. Ach, jetzt cheatet er wieder. Handel dich mal in der Kiste. Ich oder so. Mal, ich sehe dich aber nicht. Du musst. Er ist ja schon tot. Ui. Nein, jetzt bin ich auch tot. Was war das denn? Ist der Start vielleicht so ein Respawn-Punkt? Nee, da musst du ein Stück zurück für. Was ist das denn hier? Wow. Was will dir ans Leder? Oh Mann. Was war das denn? Natürlich. Keine Ahnung. Cheat. So, nochmal. Was ist das denn? Das war eben aber noch nicht hier. Kann man das wegmachen? Ist das irgendwie auf der anderen Seite runterziehen oder so? Er kippt das genau so. Ja, perfekt. Häng! Das hat der andere einfach nur dahin gemacht. So. Wow. So, also bis hierhin geht's ja noch. Und dann kommt das große Krakenviech. Wow, wow! Was war das denn? Das ist ja ein Fallschirm schweben. Okay, das hat mich einfach wieder reingeschubst, das Viech. Ganz schön gemein. Ja. Ja, ich kann da nichts machen, glaube ich. Ich muss darüber. Ja, versuch's mal. Ja, genau. Ja, natürlich. So läuft's nämlich. Also, was soll man denn da machen? Verstehe ich nicht. Ey, ich bin zu blöd da drauf zu springen. Kannst du nochmal gerade nach links da zum Start? Ja. Ja. Okay. Na. Oh. Keine Ahnung. Da können wir das Viech vielleicht irgendwie mit Säure besiegen? Nein, wahrscheinlich nicht. Ne? Mit Kisten vielleicht. Cool. Also man kommt da erstmal gar nicht vorbei, das ist eine hart kodierte
Grenze. Wow. So, Moment. Dann. Ja, nee, keine Chance. Hier vielleicht. Irgendwie, zack, da gibt's drauf die Fresse. So. So macht man das. Die Kisten da weg. Belohnungskiste. Juhu. So, hier müsste. Oh. This looks like one of Rosabelle's mirrors. Rosie, where are you? Isabel? Lady Princess, come back! Let's follow her. While trying to save their kingdom, the heroes had been drawn into a tangle. I'm so grateful that you've slain the Goblin King. Now, please, hand over the trine. We can't do that even if we wanted to. It's bound to us. I see. Where is your sister? Poor Isabel. I'm afraid her magic has cursed the forest. But if you give me the artifact, we can remove the enchantment for good. No, we'll come with you and face her together. I'm afraid I can't allow that. And now trapped. Well, well, what have we here? The goblin-hating adventurers locked up in our dungeons. You'll never get out, not while I have you in my sight. Then let's get out of his sight. Okay. Da blinkt doch was. Nee, das schlag mal links gegen die Wand. Ne. Na, hier liegt so eine, genau. So eine Kiste. Okay, was sollen wir damit machen? Pff, kein Plan. Vielleicht geht's nach oben raus. Also angenommen. Also oben war ich ja schon. Ah, nach links oben, da, da, links oben. Ah, ja. Schlag da mal gegen. Na. Ah. Irgendwie geht das nicht. Muss mal hier die Controls wieder angucken. Aha. Yay. So geht's. Oh, aber irgendwie kommt man da nicht weiter. Ja, schlag mal nach unten gegen die Wand. Okay. Oh. Gegen die Tür schlagen, das wäre wahrscheinlich offensichtlich gewesen. Nee, das habe ich schon versucht. Okay. Also bewegen kann ich hier sonst nichts. Ah, nee. Jetzt habe ich hier nur die Eisschicht zerstört. Das war, glaube ich, nicht so. Oh. Irgendwo ja. Muss es doch weitergehen. Es geht automatisch wieder. Moment. Es geht ja scheinbar irgendwie darum, dass uns der Goblin da nicht mehr durch die Türe sehen kann. Ja, aber... Oh. Also muss man es irgendwie verstecken oder... Dann... Genau, leg doch mal diese solide Kiste da, die hier lag, einfach vor die Tür oder so. Oder, ja, da drunter noch eine Kiste vor das Fenster. Irgendwie so. Tja, was bringt uns das? Ups. Hä? Scheint nichts zu können. Also wenn das unser Chef wüsste. Hä? Ich verstehe es nicht.
Hat jemand darauf geachtet, was sie gesagt haben? Herr Goblin meinte, dass wir hier nicht rauskommen, solange er uns sieht. Ja, diesem Fenster bewegt sich auch die ganze Zeit irgendwas, glaube ich, oder? Ach so. Ja, dann. Nicht du, geh mal weg. Ich glaube, das bringt nichts mit den Kisten und so weiter. Nee. Also irgendwas müssen wir offensichtlich mit der Kiste machen, die hier liegt, glaube ich. Warum? Weil sonst lägt da keine Kiste. Doch, ja, sagen wir es alle mal, sagen wir die Kiste mal in die Mitte tun, alle dahinter stellen irgendwie, da nach links. Okay, aber. Ja. Ach ja, ich kann meinen Hammer ja auch werfen. Oh. Das wollte ich nicht. Was denn, wenn du diese feste Kiste vor das Fenster schweben lässt, einfach nur? Habe ich schon versucht. Unter die Tür alle. Unter die Tür. Okay. Oh. Autsch. Kann man sich ducken? Nein. Nee, ich glaube nicht. Die Kiste über uns, Moment. Zack, was ist jetzt? Komm raus. Nee, ich mach nix. Nee, irgendwie. Irgendwie planlos in what the fuck. Ja. Was geht denn ab? Was war denn überhaupt da oben links mit der kaputten Wand? Da ging es nicht weiter, oder? Ja, toll. Da sind wir auch schon drauf gekommen. Aber wie? Ach, nach oben hin, dahin, Heiden. Dahin. Wo? Über die, ich zeig euch das. Warte mal, geh mal weg. Ne? Auf diese Seite von Markus. Damit ich die Kiste draufstellen kann. So, und jetzt gehen wir mal. Jetzt bleiben wir mal hier. Und jetzt sollte er kommen. Nee. Hihihihi. Doch. Sehr gut. Bam, jetzt muss ich die Kiste. Bam. So. Oh, da ist er. So geht's. Gar nicht schlecht. Oh Mann. Oh, was war das? Oh, warte, ich stelle meine Kiste weg. Ich weiß. Gleiche nochmal da rechts oben, glaube ich. Ah, fast. Hau da mal gegen. Jetzt haben wir's. Sehr schön. Wherever we are. Yes. And find out what's going on with Rosabelle and her sister. This Isabel makes the trees and plants grow back home. Da oben links war noch irgendwas, wo ich... Wo? Kannst dich dran festhalten? Oder draufhüpfen, dann zieh ich dich wieder hoch. Markus. Nice. Ah. So, was nun? Wasser, ne? Ja, da oben ist so ein Sack da. Aber... Ja, ich muss es irgendwie aufkriegen hier.
Haben wir Feuer? Ah, warte mal. Zünd das mal an, bitte. Kann man das anzünden? Ja, mit den Brandpfeilen. Okay, und jetzt hier mal halten. Nee. Nicht. Kannst du nicht diese... Ah, der Schalter. Welcher Schalter? Was macht der Schalter? Oh, ach da. Neue Fässer. Oh, okay. Was wir machen ist das. Ich spring mal rüber einfach. So, kannst du nicht. Da oben ist noch so eine Klappe. Kannst du die nicht einfach öffnen? Ja, nee, kann ich nicht, leider. Schade. Doch. Doch. Toll, ich hab's zu weit unten. So, und jetzt kann ich da doch meinen Hammer reinwerfen. Halt mal auf. Okay. So, und jetzt. Ja? Jetzt war schon richtig. Es muss da einfach nur runterfließen, glaube ich. Ja. Ach so, okay. Also mal. Hier auf genau auf die diese Wurzel, die da. So. Genau. Na, das war's. Danke. Mann, jetzt. Ja, ne? Diese scheiß Kisten immer. Ja, echt. Gut. Nee, wir sollten erstmal nach rechts gehen, glaube ich. Spring mal hoch. Was ist da drauf? Die Kugel holen. Markus. Achso. Endboss. Nimm das. Wahrscheinlich ein Easter Egg oder so. Ja, wahrscheinlich.